Hi, das ist meine neue Gartenhütte und die habe ich den letzten Monat über gebaut. Und was ich genau gemacht habe und wie ich das gemacht habe, möchte ich mal Schritt für Schritt in diesem Video erklären. Also, los geht's. Ja, ganze 4 Jahre lang hatte ich unsere Outdoor-Küche bei uns im Garten und jetzt ist Zeit für was Neues. Der neue Plan ist halt ein Gartenhaus, 5x3 Meter. So ungefähr stelle ich es mir vor. Ich habe hier schon alles zurückgebaut und bin jetzt gerade dabei zu pflastern, weil hinterher die ganze Konstruktion da drauf soll. Man kann hier sehen, ich habe hier vorne im rechten Bereich nochmal so eine Terrassendiele geplant, also so eine kleine Terrasse, 2x2 Meter. Und da kommt halt dann die neue Outdoor-Küche drauf. Ja, die erste Frage, wenn man sowas in den Garten bauen möchte, ist ja, brauche ich dafür eine Baugenehmigung? Und das ist teilweise von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und mit unterschiedlich meine ich nicht nur so ein bisschen unterschiedlich, sondern eigentlich komplett anders. Also Niedersachsen, da bin ich. Über 40 Kubikmeter Raum brauche ich einen Bauantrag. Jetzt ist alleine schon die Definition von Raum, ist schon, es gibt einmal den umbauten Raum und es gibt einmal Bruttoraum. Umbauter Raum ist halt das, was innerhalb von meinen Wänden innen drin ist. Der Bruttoraum ist allerdings von der Außenwand gerechnet und das ist natürlich dann dementsprechend wieder ein bisschen mehr. In Bayern zum Beispiel darf man bis 75 Kubikmeter Raum innerhalb des Ortes Gartenhütte bauen, außerhalb des Ortes nur mit Baugenehmigung. In Niedersachsen darf ich bis 40 Kubikmeter Raum innerorts bauen, außerorts nur bis 20 Kubikmeter Raum. 6 Kubikmeter Raum darf ich in Bremen außerorts. 6 Kubikmeter ist halt nicht viel, ne? Nur mit Baugenehmigung grundsätzlich in Mecklenburg-Vorpommern, in Hamburg. In Nordrhein-Westfalen ist es zum Beispiel außerhalb nur für Land- und Forstwirtschaft vorgesehen. Teilweise sind dann hier so Kubikmeterangaben, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz darf ich bis 50 Kubikmeter ohne Baugenehmigung bauen. Im Saarland nur bis 10 Quadratmeter Grundfläche. Also man kann hier schon sehen, das ist alles komplett unterschiedlich. Bei uns hier in Niedersachsen sieht es halt so aus, dass ich halt genehmigungsfrei so ein Haus bauen kann, wenn ich unter 40 Kubikmeter bleibe und wenn das Ganze nicht zum dauerhaften Wohnen geeignet ist. Also wenn halt keine Feuerstelle und keine sanitären Anlagen verbaut wurden. Mit unserer Grundfläche von 5x3 Metern und bei einer Höhe von 2,50 Meter komme ich halt genau auf 37,5 Kubikmeter. Das heißt, ich liege unter diesen 40 Kubikmetern. Und vor allen Dingen, ich plane nicht, da sanitäre Anlagen reinzubauen und auch keine Feuerstelle. So habe ich das Ganze recherchiert im Internet, bin aber dann doch nochmal zur Stadt gegangen und habe mir das Ganze genau nachgefragt, also beim Bauamt der Stadt, habe da meine Unterlagen mit hingenommen, habe gesagt, was ich genau vorhabe, wie groß das Ganze wird. Wir haben uns dann vor Ort in der Stadt eine Liegenschaftskarte angeschaut, also unser Grundstück, wo auch eingezeichnet ist, wo Gebäude stehen. Und anhand dieser Karte habe ich noch gezeigt, wo ich plane, das Ganze hinzubauen. Im Endeffekt kann ich einfach nur sagen, jeder, der sowas bauen möchte, sollte, wenn er auf Nummer sicher gehen möchte, halt mit diesem Bau einfach mal bei der Stadt anfragen, also bei der eigenen Kommune mal anfragen und das Ganze erklären. Am besten schon ein paar Zeichnungen mitnehmen, so wie ich es auch gemacht habe. Ja, und dann weiß man halt auch wirklich, ob man das Ganze so bauen kann, wie man möchte oder halt nicht. Ja, und nachdem ich alles erklärt hatte, was ich vorhatte, wurde mir vom Bauamt gesagt, aus meiner Stadt, kein Problem, kann ich somit anfangen. Das heißt, die erste Hürde war für mich schon mal geschafft. Also, diese Hütte da hinten hat weder sanitäre Anlagen, also da ist kein Wasseranschluss drin, da ist keine Toilette drin und hat auch keine Feuerstelle, also keine Heizung oder sonstiges halt mit drin. Ja, das war es erstmal, der erste Punkt. Und dann ging es halt weiter mit der Planung vom Bau zur Gartenhütte mit kleiner Outdoor-Küche. Als ich dann mit der Planung des Baus angefangen bin, habe ich so gedacht, ich habe ja noch so viel Material hier liegen von der alten Outdoor-Küche, die ich zurückgebaut habe. Und ich habe gedacht, eigentlich wäre es ja schön, wenn ich das alte Material weiterverwenden könnte, mir halt Neues kaufe, was irgendwie dazu passt und so. Und bin dann erstmal angefangen, mir Zeichnungen zu machen, wo ich so markiert habe, welches Material ich schon habe und welches Material ich noch brauche. Und dazu kam dann, dass ich irgendwie bei eBay Kleinanzeigen lustigerweise irgendwie ein paar gebrauchte Fenster und eine Tür gefunden habe, die ich mir besorgt habe und gedacht habe, dann mache ich halt so ein bisschen so ein nachhaltiges Projekt. So gebrauchte Fenster, gebrauchte Tür, verwende Material wieder, was ich schon in anderen Projekten benutzt hatte. Und ja, das war so im Groben und Ganzen meine Idee. Also ich mache halt so ein nachhaltiges Bauprojekt daraus. So, und dann brauchte ich für dieses Projekt halt einen wirklich guten Partner, der mich super beraten kann und der mir im Endeffekt gutes Material liefert. Und da bin ich bei Firma Amerkamp in Vechta, Niedersachsen gelandet. Die sind übrigens auch Werbepartner von diesem Video. Gucken wir uns mal an.
Die Firma Amerkamp ist ein Holzgroßhandel und wurde 1964 gegründet. Der Stammsitz ist das rund 100.000 Quadratmeter große Firmenareal in Vechta. Angeboten wird hier alles rund um das Thema Holz, wie zum Beispiel Schnittholz, Tischler- und Hobelware, Ausbauprodukte, Platten und Türen und so weiter. Heute arbeiten rund 300 hochqualifizierte Mitarbeiter an mittlerweile 4 Standorten in Deutschland. Neben Vechta in Niedersachsen findet man Amerkamp heute auch in Taucha in Sachsen, in Everswinkel in Nordrhein-Westfalen und in Langenhagen in Niedersachsen. Mitten durch das Grundstück in Vechta läuft übrigens die Strecke der Nordwestbahn. Darum hat Amerkamp einen eigenen privaten Bahnübergang. Habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Amerkamp ist technisch auf einem extrem modernen Stand. Also die haben hier schon ein paar richtig abgefahrene Sachen im Einsatz. Zum Beispiel die hauseigene automatische Tischlerplattenkommissionierung. Hier werden Tischlerplatten mit verschiedenen Dekoren nach eigenem Algorithmus gelagert und je nach Auftrag und Bestellung vollautomatisch optimal zusammengestellt und versandfertig gemacht. Außerdem betreibt Amerkamp 2 Abbundanlagen, mit denen exakt Zuschnitte und unterschiedliche Fräsungen nach Kundenwunsch umgesetzt werden und die fertigen Pakete dann direkt an Zimmereibetriebe verschickt werden können. Und 2020 revolutionierte das Unternehmen seine Kommissionierung. 2 Vakuumroboter sortieren seitdem ohne Pause Konstruktionsvollholzstangen zu versandfertigen Paketen. Diese Neuerung führt zur Einsparung von rund 90% CO2 und ist somit ein Musterbeispiel für energieeffiziente Kommissionierung. Da diese Innovation einen Modellcharakter für die ganze Branche hat, wurde das Ganze vom Bundesumweltministerium gefördert. Und so kam es dann auch dazu, dass Amerkamp eine Auszeichnung für die innovativsten Mittelständler Deutschlands, die Top 100, überreicht bekommen hat. Übrigens von niemand Geringerem als Ranga Yogeshwar. Kennt ihr noch, ne? Von Kopfball? Also, wenn sich jemand mit Holz und mit Nachhaltigkeit wirklich auskennt, dann ist es ja wohl Firma Amerkamp. Also, los geht's. Moin. Hallo. Ich möchte eine Hütte bauen. Könnt ihr mir helfen? Ja, immer. Ja, und dann hatte ich also direkt 2 Ansprechpartner bei Amerkamp, die mir halt geholfen haben, das Ganze zu planen. In der Besprechung habe ich das Ganze nochmal genau erklärt, was ich vorhabe. Mir wurde da auch schon gesagt, eine Glaswolle geht gar nicht. Es gibt Holzdämmstoffe für die Wand, die habe ich dann bekommen. Und es gibt auch vor allen Dingen eine Holzdämmung für den Fußboden. Das sind so kleine Holzsplitter mit einer Mineralummantelung. Die kann man halt als Schüttung komplett auf den Boden kippen. In so Fächer habe ich das dann gemacht. Da geht kein Ungeziefer rein, da gehen keine Nager rein. Also eigentlich genau das Richtige für einen Fußboden. Und der zweite Punkt war dann halt auch noch, auf meiner Materialliste stand halt drauf für den Fußboden sibirische Lärche. Da wurde dann zu mir gesagt, Sibirien liegt ja in Russland. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, wäre es vielleicht besser, ein Holz zu nehmen, was jetzt nicht eine halbe Weltreise machen muss, damit es hier ankommt. Deswegen habe ich jetzt eine heimische Douglasie auf dem Fußboden liegen da hinten und bin damit mindestens genauso glücklich, weil der Preis war eigentlich ähnlich. Ja, und dann sind wir meine Materialliste weiter durchgegangen und ich muss wirklich sagen, ich bin vollkommen zufrieden. Ja, und habe dann auch schon meine Bestellung aufgegeben. Ich glaube, nicht mal 2 Tage später kam dann auch schon Amerkamp an und hatte mir das Ganze geliefert. Ja, nachdem ich mir alles vorbereitet hatte, also ich hatte ja gepflastert und hatte diese Haarträger in den Boden schon einbetoniert, bin ich halt angefangen und habe mir das ganze Holz, also die ganzen dicken Balken erstmal so zurechtgesägt, habe mir die so Einkerbungen da reingemacht, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber so, dass man halt irgendwie oben wieder Holz drauflegen konnte. Dann habe ich das Ganze schön sauber und gerade in die Haarträger reingesetzt und habe dann erstmal so ja, mein Grundgerüst halt daraus gebaut. Ja, und das Ganze steht ja auf einem Bodenrahmen und dafür habe ich wirklich ganz viele alte Bretter genommen, die waren 20 cm breit, da kann man sie sehen, und die habe ich dann erstmal alle halbiert, also auf 10 cm Breite, weil das war die Höhe, die ich brauchte für meinen Bodenrahmen. Hier kann man das sehen, alles schön halbiert, ja, altes Holz, und das habe ich dann in so Fächer einfach so zusammengebaut. Unten drunter habe ich so kleine Streifen von einer Bodenschutzmatte gelegt, einfach nur dafür, falls da mal ein bisschen Wasser drunter läuft oder so, dass es halt nicht direkt ins Holz reinziehen kann, sondern dass das Holz so ein bisschen schwebt, sag ich mal. Ja, und die Bodendämmung selber, das ist ja diese Schüttung hier, die habe ich dann einfach sackweise in die einzelnen Fächer reingekippt. So, bis halt alles voll war, immer so 10 cm hoch und man konnte da auch ganz gut drauf rumlaufen. Und dann habe ich das Ganze nochmal so ein bisschen glatt gezogen und glatt geschoben.
Ja, und das war's eigentlich. Das ist die Dämmung für den Boden. Für den Fußbodenbelag im Gartenhaus habe ich Fasebretter genommen. Und die habe ich dann einfach so auf den Boden gelegt, auf der einen Seite festgemacht, dann die Nut in die Feder geschoben und auf der anderen Seite festgemacht. Es ging auf dem Boden wirklich sehr, sehr gut. Hier und da mal eine Schraube rein. Ja, und dann habe ich zum Schluss den Überstand, also alles, was überstand, am Ende einfach mit der Kreissäge abgesägt. Und ja, was soll ich sagen, hätte ich das mal vorher gemacht, weil da vorne kam ich mit der Kreissäge gar nicht hin. Das habe ich dann später aber mit dem Multitool gemacht. Ja, und zwischendurch kam auch mal Stefan vorbei von Amakamp, hat sich das Ganze angeguckt und hat mir Mut gemacht und gesagt, dass ich das ganz gut mache. Also hätte wenig zu meckern. Ja, um dann die Wände aufzubauen und auch die Dämmung später da reinzusetzen, musste ich halt noch eine ganze Menge hier so Zwischenbalken einbauen. Und damit ich die auf dem Boden befestigen konnte und auch oben an den Balken, habe ich halt so Taschen da reingebohrt. Und dann konnte man die hier hinstellen. Ich habe dann immer so geguckt, dass ich genau den richtigen Abstand habe. Da, wo es ging halt, genau, da habe ich mir das so angezeichnet, damit halt auch die Dämmung immer schön dann später da reingesteckt werden konnte. Ja, und in die Taschen rein, in die Balken, habe ich dann ganz einfach in den Boden rein die Balken festgeschraubt. Das ist Beefy. Ja, die Wand verkleidet habe ich ja mit Fasebrettern. Und dabei gibt es halt darauf zu achten, dass man die Nut und die Feder halt auch wirklich richtig rum ansetzt, also anbaut. Das ist ja die Nut und das ist die Feder. So, und die Feder sollte immer nach oben gucken und dann die Nut von oben so reinschieben. Wenn dann mal Wasser reinläuft, also wenn von oben Wasser runterläuft, dann kann es halt wirklich nur ja, in diesen Ritz reinlaufen, aber halt nicht wieder nach oben. Wenn man das Ganze andersrum anbauen würde, also ne, dann könnte halt das Wasser in den Ritz reinlaufen und dann weiter in die Feder und dann wäre das Wasser im Holz. Ja, und an so Stellen wie hier zum Beispiel, wo dann halt so eine Mutter irgendwie nochmal saß, habe ich ein bisschen ausgefräst einfach und dann passte das Ganze auch dahin. Ja, und so sah das Ganze dann aus. Also Stück für Stück entwickelte sich das Ganze. Von innen konnte man schon ganz schön was. So sah das Ganze dann von innen aus. Die Fenster waren ja wirklich sauschwer und ich habe das einfach so gemacht. Da, wo die Fenster rein sollten, habe ich einfach von vorne so ein paar Bretter vorgesetzt und dann das Fenster reingestellt von hinten. Und dann erstmal so mit ein paar Schrauben befestigt, dass es nicht wieder rausfallen kann. Der Vorteil ist halt durch die Bretter vorne, ich habe auf jeden Fall die richtige Flucht. Also ich bin auf jeden Fall bündig vorne dran und habe auch direkt eine Hilfe, dass es nach vorne halt nicht rausfallen kann. Dann habe ich im Fenster einfach ein paar Löcher gebohrt in den Rahmen von innen und habe das Ganze dann mit Schrauben durch den Rahmen in den Holzrahmen festgeschraubt. Für den Außenanstrich habe ich mich bei Amakamp nochmal beraten lassen. Mir wurde eine Holzlasur von Seikos empfohlen. Das Gute bei der ist, das ist auch direkt schon eine Grundierung und vor allen Dingen das Holz kann weiter atmen. Also ich verschließe hier nichts irgendwie wie bei einem Lack oder so, sondern das ist ja wichtig bei dem ganzen Projekt. Das Holz soll halt weiter atmen können und das Ganze soll diffusionsoffen sein. Und so habe ich dann halt das ganze Gebäude so nach und nach halt gestrichen. Bisschen wie Karate Kid. Daniel San streichen Zaun. Die Dämmung kann man wunderbar mit dem alten Fuchsschwanz einfach sägen, wenn man ein bisschen kleinere Stücke davon haben muss. Und der ganze Kram, der überbleibt, im Gegensatz zu Glaswolle, juckt überhaupt nicht, ist gar nicht mies und kann man wunderbar verwenden, um noch die Fensterzwischenräume zu dämmen. Also bislang muss ich sagen, es sieht echt alles gut aus. Es ist alles richtig verarbeitet und ja, Umsetzung Umsetzung. 1A. Genau. So heißt das. Krieg einen Daumen von euch beiden? Ja. Hallo. Und du? Nee. Ja, so ein Lob zwischendurch tut immer ganz gut. So, und die Innenwände, damit ging es dann weiter. Dafür habe ich dann wieder mit diesen Fasebrettern gearbeitet
und habe die dann einfach, man kann das hier ganz schön sehen, einfach übereinander ja, gesetzt und die Dämmung war schon dahinter eingebaut und habe dann einfach das Ganze festgeschraubt. Ich bin ja angefangen, hier vorne die Wände hochzuziehen und habe dann aber gedacht, vielleicht mache ich erstmal besser die Decke, weil wenn ich die Wände komplett hochgezogen habe, dann könnte ich halt die Decke nicht mehr vernünftig ja, aufliegen lassen an den Seiten. Das heißt, ich müsste wieder eine extra Leiste da dran machen, damit ich dann diese Bretter da wieder dran befestigen kann. Deswegen mache ich jetzt erstmal die Decke dran und ziehe dann hinterher die Wände so hoch, dass die halt unter die Decke drunter stößt. Also quasi so wie dieses Brett nur halt dann oben dran. Und da diese Bretter ein bisschen lang sind, 4,70 Meter ganz genau, habe ich mir jetzt da oben diese ja, Hilfskonstruktion hingebaut, wo ich die Bretter von hinten hinterschieben kann. Guck mal hier, mein Touch-Handschuh. Wo ich die Bretter halt von hinten hinterschieben kann. Auf beiden Seiten. Und dann sollte das eigentlich mit Nut und Dings hier ganz gut funktionieren. Probieren wir es mal aus. Nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Funktioniert besser als ohne die Bretter. Ja, als Erweiterung zum Dach, was später ja noch verkleidet werden sollte, oben brauchte ich noch so ein paar Säulen links und rechts. Die habe ich mir einfach aus so ein paar Kanthölzern zusammengebaut, so Rechtecke, also so Kubusdinger und habe die dann einfach auf dem Boden und an der Wand befestigt. Hier noch ein kleiner Schnurtrick. Also ich habe natürlich, weil ich nicht abwarten konnte, das ganze Holz schon mal festgemacht und vorne und hinten immer eine Schraube drin gehabt und damit ich dann auf jeden Fall trotzdem noch immer richtig getroffen habe, habe ich mir einfach eine Schnur gespannt, quer durch, von der ersten bis zur letzten Schraube und habe dann entlang der Schnur immer richtig in den Balken reingeschraubt. Die Dachdämmung, ja, ich hatte erst versucht, von unten die Dämmung reinzuquetschen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dann einfach die USB-Platten wieder runtergenommen und die Faseplatten von unten schon draufgesetzt und habe dann die Dämmung von oben reingepackt. Also einfach von oben in die Fächer reingelegt sozusagen, blub, und ein bisschen reingedrückt, passte wunderbar und habe dann nachher von oben wieder die USB-Platten draufgesetzt. Und da wir ja komplett diffusionsoffen arbeiten, haben wir nach Absprache darauf verzichtet, hier mit einer Dampfbremse zu arbeiten. Also das Ding ist wirklich komplett offen. Ja, und auch für die Verkleidung oben brauchte ich halt eine Unterkonstruktion. Die habe ich mir dann wieder einfach so Rechtecke zusammengeschraubt und habe die dann mit so einer Unterspannbahn überzogen. Das kann man hier ganz schön sehen. Die wird einfach darüber gezogen und dann habe ich die einfach festgetackert an allen Seiten, bisschen stramm gemacht, schön sauber umgekrempelt das Ganze und ja, getackert, 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 getackert und nochmal getackert. Und dann hatte ich hinterher so Rechtecke, die halt mit dieser Unterspannbahn halt überzogen waren. Und mit denen ging es dann nach draußen. Und dann wurden die einfach oben, also einfach ist so einfach gesagt, vor allem wenn man es alleine macht, einfach oben halt angeschraubt. Weil das war dann sozusagen die Unterkonstruktion für die Bretter später. Nochmal einmal Wasserwaage dran, ist gerade, passt. Ja, auch für die Terrassenfarbe habe ich dann wieder eine Seikos-Farbe genommen. Das ist ein Öl. Und damit habe ich dann mit so einem leichten Teakton und damit habe ich dann mit der Rolle ganz einfach das ganze Öl auf meinen Brettern verteilt. Das sieht jetzt hier sehr dunkel aus, man sieht aber auch schon nachher, dass das Ganze doch, als es getrocknet ist, ein bisschen wieder heller geworden ist. Aber auf jeden Fall ist das Holz so geschützt und ich finde den Farbton total geil. Für die Dachverkleidung habe ich dann diese Rhombusprofilbretter genommen. Die sind so leicht winklig angeschrägt. Habe ich alle gesägt und dann nochmal ein bisschen geschliffen, die Kanten. Und dann habe ich mit so Abstandhaltern die immer untereinander gesetzt. Oder von unten nach oben, von oben nach unten.
Das sah dann so aus. Für die Türen habe ich erstmal einen Türrahmen gebaut, also einen Rahmen für das Türblatt. Dann habe ich da so eine Querstrebe reingesetzt, damit das Ganze ein bisschen mehr Stabilität hat. Nochmal so einen extra Balken für die Seite, wo es nachher mit Scharnieren an dem Türrahmen befestigt wird. Habe von oben dann wieder Phasebretter drauf gemacht. Habe das Ganze dann erstmal gestrichen. Dann das Ganze umgedreht. Und dann habe ich da auf die andere Seite erstmal auch ein bisschen Dämmung reingequetscht. Wieder Bretter drauf gemacht. Und oben so nochmal so ein schönes Bullauge. Ich finde es schön. Ja, und so sehen die Türen dann aus, wenn sie eingebaut sind. Kann man schön aufmachen. Und das Geile ist an den Türen, erstmal sind die sau schwer. Also richtig massiv halt, weil sie genauso dick sind wie die Wände. Und man kann die, das habe ich extra so gemacht, komplett aufklappen. Und hat halt dann so ein 1,50 Meter breites, offenes Türchen. Ab und zu guckte Stefan immer vorbei, hat Fotos gemacht, weil er es total geil fand, was ich da gemacht habe. Nee, aber im Ernst, er war echt zufrieden und hat immer wieder gesagt, dass ich das eigentlich, glaube ich, ganz gut gemacht habe. Ein paar Tipps hat er mir auch immer noch gegeben, wie ich was besser machen konnte. Danke dafür nochmal. Ja, der Bleistift-Trick. Mir sind eine ganze Menge Bleistifte immer unter die Terrasse gefallen, durch diesen kleinen Ritz hier. Ich habe dann hinterher mir was überlegt und zwar habe ich mir einfach so einen dicken Holzklotz an den Bleistift rangeklebt und dann ist das nicht mehr passiert. Ja, ich habe ja mit altem Holz gearbeitet und das ist natürlich auch schon lange draußen gewesen und war halt auch ein bisschen verwittert und die Farbe war nicht mehr so schön. Ich habe dann erstmal mit dem Hobel einmal drüber und ein bisschen abgehobelt das Ganze, damit der original Holzturm wieder rauskam. Dann habe ich das Ganze nochmal einmal geschliffen und nochmal geschliffen und dann habe ich es nochmal geschliffen und dann hatte ich hinterher Bretter, die genauso schön aussahen wie die neuen, die ich gekauft hatte. Für innen habe ich wieder eine Farbe von Seikos genommen, da wurde ich natürlich wieder beraten bei Amakamp. Ich habe hier eine Seikos Bel Air genommen, das ist extra eine Farbe für innen, die ist auf Wasserbasis, das heißt ohne Lösungsmittel. Ja, die habe ich einmal in Hellgrau genommen und in Anthrazit. Hellgrau für die Wände, Anthrazit für die Decke. Ja, und dann habe ich wieder gestrichen. So Karate-Kid-mäßig. Ich wollte hier eine kleine Outdoor-Küche wieder dran haben, habe mir dann einfach von dem Holz, was über war, hier so, ja, so Beine gebaut mit einem Träger oben drauf, habe das Ganze wieder lackiert und dann oben drauf eine dicke Steinplatte gelegt. Das ist jetzt so der Testaufbau hier vorne. Ich habe dann auf mein Holzgerüst, was ich mir gebaut habe, auch dazwischen oben auf das Holz dann wieder diese Bodenschutzplatten in Streifen geschnitten und angetackert. Weil obendrauf sollte ja der dicke Stein dann gelegt werden, die dicke Steinplatte. Ja, und ich habe einfach alte Ytong-Steine genommen und habe hier mit ein bisschen Kleber das Ganze schön dicht zusammengeklebt und dann schön zugespachtelt und ja, trocknen lassen. Muss halt noch gestrichen werden, aber so sieht das Ganze dann erstmal aus. Schöne dicke Arbeitsplatte, bisschen Glattschleifen, bisschen Farbe drauf hinterher und dann hat man so ein bisschen Betonoptik. Sieht auf jeden Fall, wenn es getrocknet ist, so schon mal ganz geil aus. Wie gesagt, Farbe fehlt noch, aber ja, das kommt noch. Ja, verschiedene kleine Details, die ich gemacht habe. Also erstmal, das ist so halt die Optik, wenn man halt reinkommt. Der Raum ist echt geil geworden. Die Fenster, wie gesagt, richtige Fenster kann man auf Kipp machen, kann man ganz aufmachen. Hier vorne noch mal einmal, hier guckst, hier kann man dann noch mal in die Outdoor-Küche schauen von hier aus. Ich habe mir ein paar LED-Spots unter die Wände gebaut, die muss ich noch irgendwie mal anschließen. Da hat man draußen auf jeden Fall noch mal Licht. Ja, die Türen mit dem Bullauge drin, auch super schön. Kann man zwar nicht durchgucken, aber sieht geil aus. Für die Fensterbänke habe ich dann auch diese Rhombus-Profilbretter genommen. Einfach auch noch mal, um wieder diesen Holzton auch aus dem Schwarz raus als Kontrast mit dem Schwarz nochmal zu haben. Ja, und so sieht jetzt halt irgendwie die Optik von dem Ganzen aus. Auch die Verkleidung vom Dach finde ich total schön. Ja,
Und da steht sie jetzt also, meine neue kleine Gartenhütte mit einer kleinen Outdoor-Küche dran. Und was ich demnächst damit mache, werden wir sehen. Ja, und wenn du auch Lust hast, so eine Gartenhütte zu bauen, hoffe ich, dass dieses Video dir so ein bisschen die Angst vor den ersten Schritten genommen hat. Wie gesagt, einfach mal zum Bauamt gehen und genau erzählen, was du vorhast. In allen Fällen werden die dir natürlich helfen und genau sagen können, ob das, was du vorhast, wirklich so okay ist oder nicht. Weil dafür ist das Bauamt von deiner Stadt oder von deinem Ort auf jeden Fall ja eigentlich auch da. Ja, und an dieser Stelle möchte ich unbedingt nochmal ein ganz großes Dankeschön an Amakamp richten. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft, dieses Riesenprojekt umzusetzen. Ihr habt mich super geil beraten. Und ja, falls da draußen irgendjemand ist, der Bock hat auf einen geilen Job, auf eine geile Ausbildung in diesem Bereich, sage ich mal, und kommt aus Vechta, Everswinkel oder aus Taucher oder Langenhagen, dann schaut doch mal auf karriere.holz-amakamp.de vorbei. Wie ich es mitgekriegt habe, ist das echt ein interessanter Job. Auf jeden Fall auch absolut zukunftssicher. Schaut mal rein. Ja, und das war's. Mein umfangreiches Video, wie baut man eine Gartenhütte mit einer kleinen Outdoor-Küche dran. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass gerne ein Abo da. So ein Riesenprojekt wird es in Zukunft erstmal nicht mehr geben. Es kommen wieder eine ganze Menge kleine Projekte, dafür auch ein bisschen häufiger. Ja, wenn du Bock hast, abonniere doch gerne den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.